Hallo, liebe Fachberatungen in der Kindertagespflege in Hessen. Schön, dass Sie sich auch das zweite Video anschauen in unserer kleinen Serie von Mini-Videos, die alle unter dem Thema stehen Öffentlichkeitsarbeit in der Kindertagespflege und die aus dem Anlass der Aktionswoche Kindertagespflege aufgenommen werden. In diesem zweiten Video, wo ich Ihnen die Essenzen aus meinen Seminaren gerne nahebringen möchte, die habe ich hier auf den Moderationskarten stehen. In diesem zweiten Video geht es um gute Öffentlichkeitsarbeit ist die beste Akquise. In Zeiten des Fachkräftemangels, das muss ich Ihnen eigentlich gar nicht erzählen, ist Akquise unabdingbar. Aber was der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt weiß, ist, dass gute Öffentlichkeitsarbeit dabei ein absolutes Muss ist. Denn gute Öffentlichkeitsarbeit und Akquise sind untrennbar miteinander verbunden. Man kann auch sagen, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Oder wir können sagen, Öffentlichkeitsarbeit ist erst die Plattform, auf der Akquise starten kann und dann auch gelingen kann. Spendensammler und Fundraiser weisen übrigens immer auf einen ganz bestimmten Glaubenssatz hin und der heißt, mit einer guten Sache möchten Menschen immer gerne verbunden sein. Das ist, so finde ich, Ihre Chance, denn Kindertagespflege ist eine gute Sache. Und das hat auch damit zu tun, dass das Thema Kinderbetreuung insgesamt eine sehr hohe Aufmerksamkeit hat. Insgesamt in Deutschland hat es eine sehr hohe Aufmerksamkeit und hat insgesamt ein gutes Image. Das heißt für Sie, das gute Image, was schon da ist, müssen Sie pflegen. Und wenn Sie ein gutes Image pflegen, das heißt immer darauf achten, dass Sie das Positive der Kindertagespflege auch weiter transportieren und dabei ehrlich bleiben, wenn Sie das tun, dann entsteht etwas wie eine Magnetwirkung. Sie wissen ja, ein starker Magnet zieht anderes an und das gilt auch für das Image. Wenn Ihr Image wie ein guter Magnet wirkt, dann zieht es weitere Themen und Menschen an. Akquise geschieht übrigens viel weniger zielorientiert, als man das manchmal meint, sondern Akquise geschieht idealerweise eher nebenbei, eher beiläufig. Sie kennen bestimmt aus der Pädagogik den Begriff der Tür- und Angelgespräche. Und ein bisschen so können Sie auch Akquise denken. Also Sie brauchen keine große Kampagne, wenn Sie die machen wollen, wunderbar, aber sie ist nicht unbedingt nötig, um peu à peu, Stück für Stück, sukzessive Erfolge mit der Kindertagespflege im Bereich Akquise zu bekommen. Ja, was heißt das nun konkret? Konkret heißt das, seien Sie immer gut gerüstet für den Augenblick. Denn es ist nicht selten, dass man eine Kindertagespflege gewinnt, eine Kindertagespflegeperson gewinnt, durch ein gutes Gespräch in der Fußgängerzone oder beim Bäcker oder bei einem Fest. Vielleicht sogar noch mal viel eher als in einer eigenen Fachveranstaltung, denn dort kommen ja die hin, die sowieso schon sensibilisiert sind für das Thema. Gut gerüstet für den Augenblick, für den günstigen Augenblick heißt also ganz konkret, ich habe mal eine Handtasche dazu genommen, haben Sie immer etwas dabei, was Sie anderen überreichen können. Ein Flyer oder eine Visitenkarte oder sonst etwas, was mit dem Thema Kindertagespflege verbindet. So, das war schon das zweite Video zum Thema gute Öffentlichkeitsarbeit ist in diesem Fall beste Akquise.
In dem dritten Video geht es weiter mit dem Thema gute Öffentlichkeitsarbeit erzählt Geschichten.